So, liebe Leute, ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Beziehungsweise eventuell ist es die letzte Folge bei Let's Play GTA 3. Gucken wir mal. Vielleicht die letzte, vielleicht ist es vorletzte. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht sind nur noch 10 Folgen. Ich habe keine Ahnung. Wieso? Wir reparieren mal kurz unser Auto. Ich dachte mir, du willst mich jetzt. Okay, wieso darf ich dich da rein jetzt? So, ich muss mal kurz mein Auto reparieren. Nur. Dann nicht, mein Gott. Dann muss ich halt jetzt noch ganz anders machen. Jetzt muss ich halt noch extra das Auto. Ach komm, scheiß drauf. Oder ne, wir wechseln kurz das Auto. Wir holen uns eben eine neue Familienkutsche. Ja, komm her. Gib mir deine Augen. Ja. Ich lasse dich in Ruhe. Geh zu Fuß. Sei gesund. So. Ich hätte ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt auf den Weg zur Mission zu sterben. Deswegen setzen wir uns einfach hier ganz einfach die Karre hier hin wieder. Ich denke, wir werden eher mit deinem Jakuza-Auto fahren. Ich würde mir kurz dazu nur bereitsetzen. So. Nein, wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Nerv sowieso. Hab, gespeichert habe ich hoffentlich, ja. Habe ich mir sicher gewonnen. Der Abfahrtjäger. Na Gott, jetzt geht's wieder los. Give it a quick prod. Oh, what is that cool yellow stuff? Hey, babe. My handyman. Ja, ja. Boys, I came over to keep Asuka company. She's got the makings of a natural, this girl. Hmm. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in 2 hours' time. It is full of Catalina's poison. Nach der Mission, ne? Avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. What? Womit? So, ich brauche jetzt erstmal ein Auto wieder. Ich suche ein Boot im Fahrzeugregierungsprojekt. Das markiert jetzt uns das Boot. Wir haben diesmal ein bisschen Zeit, also wir haben 3,5 Minuten Zeit. Ich hoffe, dass das ohne Probleme klappt. Aber bisher sind wir tatsächlich ohne bekommen. Also dann ist es tatsächlich doch nur eine Mission danach. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind nur 1 oder 2 Missionen. Kann aber auch mehr sein. Ich weiß es nicht. Ist mir aber auch herzlich egal gerade. Wir machen es einfach, wie es halt läuft. Wir ziehen das Ding heute in der kompletten Session durch. Wir machen heute Feierabend mit GTA 3. Das wissen wir auf jeden Fall, das ist klar. Ich bin, wie gesagt, heiß auf das nächste Tag, der nächste Tag GTA San Andreas, also beziehungsweise den weiten, die Fortführung von GTA San Andreas. Ich hasse das, wenn die Leute. Nämlich das Boot. Auch hier weiß ich natürlich, wie die Mission geht. Wir werden es natürlich wieder mit ein bisschen Tricksen tun. Ja, Panzerfaust, das ist immer gut. Ein bisschen Munition für die Panzerfaust. Ja, aber ja. Wir haben jetzt 54 Schuss auf der Panzerfaust. Ich muss das Boot jetzt haben. Und dahin ist, muss der Airport sein. Jetzt fahrt sie den Markierungsboje. Simpel ist das Ding auf jeden Fall. Das ist klar. Auch hier wieder so eine ziemlich simple Mission, die aber erstmal kapiert werden muss. Die Frage ist, wo ist diese scheiß Bro hier? Willkommen, Shotshead Well. Das dauert natürlich einen Moment, bis wir das Ding hier geladen haben. Die ist die Markierungsbro hier. Ja, das ist auch der Fall drüber. Okay, dann müssen wir jetzt warten. Das ist nicht übrigens.
Jawohl, den haben wir. Das war auch der Plan an der Sache. Jetzt müssen wir uns auf den Flugzeug konzentrieren. Das kommt von der Stadt aus. Das müsste von da kommen, wenn ich es richtig im Kopf noch habe. Und da ist es. Jawohl. Ich muss die Helis machen. Ich muss die Cops immer gerade machen. Deswegen sage ich hier gerade. So, da. Ja, ich arbeite halt so. Ruhe. Kein Nerv auf den Kopf zu hören, wenn ich ehrlich bin. Weil wir schon. Oh, ich muss nämlich auf die Straße zurück. Irgendwie mit dem Boot wieder heil zurückkommen. Wir haben ja keine Zeit mehr. Also keine. Ich deponiere das Bank auf der Baustelle. Na gut, dann fahren wir wieder zurück zum Land. Dann muss unser Auto auch irgendwo stehen, hoffe ich zumindest. Ja, da oben steht nämlich der Jacuzza-Wagen. Ah, oh, super simple Mission. Was dazu ist mir scheißegal. Jetzt ist es mir egal. Wir haben wieder die Cops los. Wir holen uns jetzt das Auto und fahren zur Baustelle zurück und dann sind wir durch. Wir müssten eigentlich durch sein. Fahren wir jetzt. Moment, ich muss oben umfahren am besten. Ich glaube, hier wohnen wir auch, ne? So, auch die Mission Gott sei Dank relativ easy. Aber nicht zurück. Wir müssen nicht auf die Brücke oben, sondern müssen. Hau ab von mir. So, die Mission dürfte um einiges kürzer sein als die vorige Mission davor. Aber wir schaffen das schon. Wir kriegen das schon hin diesmal. Hoffe ich zumindest, dass jetzt nicht noch eine große Mega-Überraschung kommt. Ja, hier sind wieder Profis am Werk. So, da parken wir unser Mühlchen daneben und bringen die links zur Baustelle, das Bank, und sind dann eigentlich auch schon durch mit der Mission. Oh, das Lösegeld. Ich habe deine Maria. Wenn dein Gesicht nicht aussehen soll, als wäre es an einen Fleischwolf geraten, dann bringe $500, 500.000 zu der Villa in Cedar Grove. Deswegen sind wir auch so zugeschissen worden mit der Mission. So, dann sind wir da auch durch mit der Mission. Also ich dachte mir, wir kriegen natürlich jetzt noch eine zusätzliche Mission. Dann ist das jetzt die letzte.
Dann ist das jetzt die letzte, liebe Leute. Wir gehen kurz wieder speichern, natürlich. Weil das ist dann definitiv die letzte Mission in GTA 3. Und dann sind wir durch mit dem Let's Play, liebe Leute. So. Wir kriegen es aber hin, hoffe ich mal. So, wir machen ein kleines Speichern. So. Das mit dem Presto to go, das haben wir doch relativ simpel erledigt. Und dann machen wir hier wieder einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 3. Und das wird dann die letzte Folge werden. Oder warte mal, nein, wir machen noch keinen Break. Wir fahren erstmal zu dieser Villa hin. Bevor ich jetzt noch die nächste Mission annehme. Ja, ich ziehe die Folge ein bisschen kürzlich in die Länge, aber das wollen wir ja natürlich auch. Nein, wie gesagt, ich werde jetzt keine Telefonmission machen, ich werde nur noch die Hauptsache machen. Wie gesagt, die eine Mission hier. Und dann müssten wir eigentlich durch sein. Komm, ich dachte, wir machen. Hey, ich hätte doch. Aber ich glaube, wie gesagt, es müsste die letzte sein. Ich wollte es gerade anmerken. Eigentlich habe ich es anders gedacht jetzt. Aua. Aua. Ja, ich musste mich sogar wieder hinterstich hinsetzen. So, jetzt müssen wir nach Cedar Grove, hat er gesagt. Ich frage mich, wo das ist. Ich habe ja keine Map hier. Liberty Campus. Ja. Ja, scheiße, die sind wir schon mal gefahren. Wenn der mir wenigstens einen Zielpunkt geben würde. Also Zielpunkt hat er mir gegeben, klar. Das ist C. Aber wie muss ich denn da hinkommen? Die Frage ist, wo müssen wir da hin? Müssen wir da hoch rüber? Ich glaube, wir können. Guck mal. Sehr gut. Das sieht nach Thornton Island aus, würde ich sagen.
geschafft. Ich bin auch drüber gekommen. Princess International Airport. Hier lang oder was? Lass mich raten, ich bin komplett auf der falschen Seite. Wir müssen jetzt wieder komplett zurück. Alter, leck mich doch. Oh, oh. Ja. Na geil, wir müssen wieder komplett zurück. Ach man, das war so ein... War eine scheiß Idee. Fuck. Ach Leute, was macht ihr, was mache ich mit euch gerade? Das ist hier oben. Also war es doch gar nicht so eine dumme Idee. Eine dumme Idee so. Also war es nicht so eine. Jetzt müssen wir natürlich wieder nur durch die Schnellstraße zurück. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Genau, und der springt direkt vor den Polizeiwagen. Ich muss jetzt wieder da hoch. Also will ich mich da oben kurz dazwischen speichern. Was mache ich wieder mit euch, hä? So. Ist mir gerade herzlich egal. Weil hier kann ich mich zwischenspeichern. Ach Gott, Leute. So. Gut. Aber jetzt mache ich mal trotzdem Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 3. Und das mit der vielleicht letzten Folge für dieses Let's Play. Naja, bis dahin und tschüss.